Milliarden von Euro werden jährlich allein in Deutschland ausgegeben für die Werbung. Werbepsychologen feilen an attraktiven Slogans. Neuromarketing heißt die neueste Schiene. Da versuchen Spezialisten mit den Erkenntnissen von Hirnforschung die Werbung noch effektiver zu machen. Ziel ist es dabei, möglichst viele zu gewinnen, dass sie ein bestimmtes Produkt kaufen. Auch ich mache Werbung. Zwar nicht für ein bestimmtes Produkt, aber ich möchte möglichst viele Menschen gewinnen, dass sie die echte Freude finden. Es ist meine Erfahrung, dass ich diese echte Freude finde im Glauben an den Gott, den Jesus uns zeigt. Denn das ist nicht nur ein Gott, der mächtig ist, sondern auch liebevoll. Und ich bin überzeugt, wir Menschen brauchen den Glauben an so einen Gott, um die echte Freude zu finden. Dafür möchte ich werben, Menschen gewinnen, sie fischen, um in der Sprache von Jesus damals zu sprechen. Dazu brauche ich mehr als Werbepsychologie und Neuromarketingstrategien. Dazu muss ich meinen Glauben echt leben. Nur dann werde ich überzeugen. Und ich möchte überzeugen, denn ich fühle mich gerufen, für Jesus Werbung zu machen. Ähnlich wie er damals Petrus gerufen hat, für ihn Werbemanager zu sein mit den Worten: Von jetzt an wirst du Menschen fischen.